Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das ist Assassin's Creed 4. Ich bin Peacemaker. Leider kann es sein, dass das jetzt ein ganz kurzes Video wird, weil ich habe schon aufgenommen. Der Game Capture hat mir alle Videos, die ich seit Verlassen von Ithaca von Assassin's Creed gemacht hat, auf dem USB-Stick drauf gehabt und ist in einem guten Dreiviertelstunden-Video hat er nur 21 Minuten aufgenommen. Das wollte ich euch nicht zumuten. Deswegen werde ich jetzt einfach so lang spielen, bis der Game Capture halt wieder abbricht oder ich beende das Video. Je nachdem, dann kommt noch eine kurze Abschiedssequenz und dann, ja. Folgendes ist passiert, wir haben einen neuen Schutz bekommen, wir müssen Banditenlager Meier machen, 4 habe ich schon gemacht, die restlichen finde ich nicht, ich bin die ganze Zeit beim vorigen Video eh auf der Suche gewesen. Wir haben jetzt Brandpfeile, Tryland, wir haben jetzt Brandpfeile, haha, auf unserem Schiff und auch bei uns, was ich so gesehen habe. Naja, jetzt gerade nicht. Vielleicht hat er das auch nicht gespeichert. Schauen wir mal. Ich schaue einmal nach. Oh ja, er hat das gespeichert. Aber dann zeige ich es euch einfach so. Da, Brandpfeile haben wir gemacht. Passt. Die Athener sind uns angegangen. Tausende von Male. Das habt ihr alles leider nicht mitgekriegt, weil das Game Capture dreht durch. So wird das Video auch betitelt, falls das Video ganz kurz wird. Damit sie gleich an jeder auskennt. Also, ich bin auf der Suche, also wir sind auf der Suche nach Banditenlager. Vorhin war es ich, jetzt sind es wieder wir. Da kann ich nirgends runterspringen, da breche ich mir wahrscheinlich sämtliche Knochen. Das heißt, also der spartanische Hauptmann, bei dem wir waren, also bei dem ich war, der hat gemeint, die sind den Hügel rauf, irgendwo im Wald zu finden. Ich habe da schon ein Banditenlager gefunden. Das da. Aber da war nichts. Na, nicht das da. Da oben ist eins. Aber da waren Wölfe oder so, glaube ich. Ja, genau. Nein, die habe ich im Meier gemacht eben. Ne? Ja, genau. Und da sind mich dann Athena angestiegen. Die habe ich auch Meier gemacht. Aber da bin ich einmal gestorben. Weil die echt zach waren. Mit Schutzschild und so. Das habt ihr alles leider nicht mitgekriegt, weil der Game Capture durchdreht. Ich hoffe, er nimmt auf. Wirklich. Es ist, wenn das Video kurz wird, ich nehme jetzt auf. Entweder bis er abbricht oder bis wir das gemacht haben, was wir machen wollten. Mehr kann ich nicht machen. Das ist blöd, dass das passiert. Der Tipp mit den Brandpfeile kam nämlich von Tryland, müsst ihr alle wissen. Bester Abonnent. Immer schön brav mit Kommentaren und so. Voll cool, finde ich voll super. Motiviert unendlich. Mir scheint, keiner tut so gern meine Videos kommentieren. Wahrscheinlich Falten, was soll man auch schreiben, ne? Aber in Tryland, dem fällt immer was ein, was er schreiben kann. Finde ich super. Liebe Grüße. So, Banditenlager brauchen wir trotzdem. Dann bin ich das wenigstens noch losgeworden. Falls abbrochen wird, da vom Game Capture aus. Und der hat mir alle Videos, seit wir Ithaca verlassen haben, hat er mir wieder am USB-Stick raufgehauen. Das habe ich aber heute alles nicht aufgenommen. Das bestätigt meinen Verdacht, dass der Game Capture irgendwo was gespeichert hat. Das muss ich mir wahrscheinlich einmal über einen PC irgendwie anschauen. Da war ich auch vorhin drin, da war aber nichts drin. Dafür höre ich da ganz viele Wölfe heulen. Sind da jetzt auf einmal Wölfe drin oder was? Vielleicht hat das Spiel vorhin überhaupt einen Hänger gehabt. Weil ich war da vorhin in der Höhle und da war niemand drin. Da war nix. Überhaupt nix. Den Hügel rauf. Und dort ist tatsächlich irgendwas. Also im alten Griechenland findet man eindeutig überall Geld.
Okay, das schaut aus, als wäre das auf der anderen Insel drüben. Nein, 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 das könnte sich ausgehen. Holen wir unser Pferd. Und auf geht's. Oh, 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 oh. Wolfie? Sorry. Danke für dein Fell. Ich werde es gut nutzen. Du hast tapfer gekämpft, Wolf. Reiten wir weiter. Na los. Wo ist denn das jetzt hin? Ach, da. Ah. Werden wir uns von oben ran schleichen. Ich hoffe, das Video bricht nicht ab, wirklich. Das war vorhin so scheiße. Es ist in dreiviertel Stunde oder so habe ich gespielt und 20 Minuten hat er aufgenommen. Dann ist es abgebrochen und hat dann nicht aufgenommen. Voll scheiße. Weil wenn das mitten... Das war so. Ich bin an den Hügel raufgerannt und im nächsten Schnitt war ich schon wieder in ein Gespräch verwickelt. Sind das Spartaner oder sind das Griechen? Also Athener. Ah nein, das ist ein Lager. Das ist eindeutig ein Lager. Da ist gerade gestanden. Okay, wie machen wir das? Von wo gehen wir da rein? Von der anderen Seite. Aber immer schön ruhig bleiben. Gehen wir vorsichtig vor. Auch wenn wir uns das eigentlich gar nicht leisten können, da ja das Game Capture jeden Moment. Aber vielleicht erbarmt es sich unser. Puh, das kommt mir aber schwer rein, ha? Sinn und Zweck einer Festung. Wie schaut's von da aus? Auch nicht viel besser, gell? Aber da wär's unerkannter, ha? Schauen wir mal, ob wir das checken irgendwie. Ist da jemand? Schaut nicht so aus, passt. So, derweil schaut's gut aus. Schau, wie mein Falke schreit. Lass man mal kurz zu Wort kommen, damit er auch was zu tun hat. Uff, das sind viele. Bist du wahnsinnig? Können die alle noch zu dem? Nein, 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 die können da sicher nicht mehr dazu. Oh ja. What the fuck? Nein, das ist das. Wachting. Voll. Da muss ich rein. Und Athener oder Griechen? Der Flagge nach zu urteilen. der Flagge nach zu urteilen, Athener, okay. So.
So, was haben wir zum Tun? Befehlshalber ausschalten und einen Schatz plündern, okay? Ist aber auch nicht das Banditenlager, das ich suchte. So gesehen. Bloß nicht sehen lassen. Ja, bloß nicht sehen lassen. Genau, du sagst es. Ich scheue. Da drüben ist ein gutes Gebüsch. Ah, da steht eine Wache. Nein, das ist nur ein Feuer. Wenn wir schnell sind, vielleicht. Gut, 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 gut. Der legt sich hin, den können wir Meier machen. Oder anheuern. Das muss Hyrkanos Lager sein. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nein, der kämpft, verdammt. Verdammt, der kämpft. Puh. Verdammt, ich hab glaubt, ich kann ihm anheuern. Scheiße. Ach fuck, scheiße, falsche Taste. Na, was machen? Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Puh. Okay, Energie ist wieder da. Auf geht's. Vielleicht können wir jetzt aus dem Hinterhalt Meier machen. Das hat sich wirklich gelohnt. Vielleicht sollte ich mehr Söldner zur Strecke bringen. Was ist das ein scheiß Kampfplatz da? Das waren Söldner, okay.
Wieso? Alter, der macht nicht das, was ich will. Schau, jetzt macht er gar nichts. Schau, wieso? Ich kann nicht, darum. Da komm rauf, da ist schön zum Kämpfen. Oder bleib lieber unten. Bogenschütze hat mich noch im Visier. Wo ist der? Wie gesagt, da oben sind du viele. Oh, verdammt. Okay. Mit euch habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, verdammt. Was ist mit dir? Mach das, was ich mag. Schau. Scheiß Bogenschützen, ich schwöre. Schon wieder. Steh auf! Fuck, schon wieder ein Bogenschütze, den ich nicht sehe. Nein, dieses Scheißziehen. Puh, ich hasse Bogenschützen. Also die gegnerischen, meine sind super. Passt, eine Gefangenenbefreiung. Banditenanführer müssen wir auch noch einmal töten. Achso, wir sind jetzt im Banditenlager. Das, was ich die ganze Zeit schon suche. Scheiße. Und wo ist der Banditenanführer? Der ist wahrscheinlich abgehauen oder so, gell? Wo ist er denn? Icarus, wo ist der Banditenanführer? Komm, zeig mal. Da ist er. Nein, das ist er nicht. Da ist keiner mehr. Ah. Einen neuen Söldner haben wir auch. Okay. Aber Banditenanführer. Da ist schon wieder ein Söldner. Oder ist das der Banditenanführer? Ja, nein, ist auch ein Söldner. Aber Banditenanführer sehe ich da keinen jetzt. Na jo. Der ist vielleicht abgehauen. Oh, da schau her. Den hat der Icarus wohl übersehen. Oh, der kommt daher, oder was? Na. Oh.
101, der steht irgendwo. Okay, passt. Das ist mal wurscht, wenn er steht. Bin ich mit dem jetzt fertig? War das der Banditenanführer oder war das irgendein Sack? Schauen wir mal, was die Karte sagt. Die Karte sagt, da ist noch was zu machen. Ich sehe da keinen Hacker. Banditenanführer getötet, Gefangenenbefreiung, antike Tafel finden, Schatz plündern. Okay, das schaut mir nach Schatz aus. Nein. Nope. 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 Da ist der Schatz. So, jetzt müssen wir nur noch die antike Tafel finden. Und dann haben wir hoffentlich noch ein Banditenlager. Meier gemacht. Aber wo ist die Tafel? Das ist das. Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Ah, da ist die Tafel. Passt, alles erledigt. Gehen wir wieder. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, so gesehen. Ne? Die haben sich nur aufgedrungen. Eigentlich wollte ich das da unten machen. Aber so fällt mir das jetzt wesentlich leichter. Und jetzt können wir ganz gechillt da reingehen. Nein. Einen Schatz und wir nehmen nur den Schatz. Achso, das ist ein Tempel. Ist das der Schatz? Ja. Wir haben doch ihn befehlshalber schon ausgeschalten. Anscheinend nicht. Okay. Wo ist der? Was? Wir haben doch den Befehlshaber schon ausgeschalten vorher gerade. Na, es ist halt anscheinend wirklich nicht gut zum Spielen für mich. Also, mir passieren die Ursachen. Zum Glück könnt ihr das auch. Seht ihr das auch? Ah, da liegt eine Leiche. Den Hyrkanos-Dolch. Aber das nutzt uns recht wenig. Wo ist dieser Anführer? Icarus, wo ist der Anführer? Komm, zeig mal. Wo sitzt der feige Sack? Ich hab den ganz sicher umgebracht. Der Icarus kann nämlich auch nichts finden. Außer eine Menge Kopfgeldjäger, die findet er. Okay. Naja. Und außerdem war das kein Banditenlager anscheinend, weil
Es steht noch immer, schließe alle Banditenlagerziele ab, 4 von 10. Jetzt schaue ich einmal mit Icarus, fliegen wir jetzt ein bisschen durch die Gegend und schauen, ob wir irgendwelche Banditenlager finden. Das ist doch ein Banditenlager, oder? Schaut zumindest ganz so aus. Oder waren das Spatiaten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der kann das anscheinend doch nicht auflösen. Da ist schon wieder ein Kopfgeldjäger. Na komm, ich war ganz in der Nähe. Das kann ja gar nicht sein. So. Also, anscheinend hat das nicht gegolten, wie ich den Anführer umgebracht habe. Ihr habt es gesehen, ich habe ihn umgebracht. Aber das nimmt er mir nicht. Das kauft er mir nicht ab. Gehen wir einfach kurz weg. Oder gehen wir lang weg, weil wir müssen Banditenlager finden. So, dort rüber war das, ja, dort, ich sehe die Dinger, Phobos. Servus. Ella. Komm schon. Ella. Wo war das? Da? Oder da? Nein, ich glaube, das ist da. Naja, da sind wir schon. Bleib stehen. Nein, das ist der Nikias-Wall. Ich glaube nicht, dass das ein Banditenlager ist. Gehen wir wieder. Wir brauchen ein Banditenlager. Erikis Lager? Wo? Wo?
Da ist ein Banditenlager, eh riesengroß anzeichnen. Oder ist das doch kein Banditenlager? Veteran. Und mehr als ich alleine schaffen kann. Ah ja. Ist aber sicher auch kein Banditenlager, gell? Sind aber, glaube ich, Athener. Ist da die zweite Wache postiert oder nur die eine? Nur die eine, gell? Wo gehst du hin? Wo bist du ein Arsch? Da oben steht einer am Turm. Den sollte ich vielleicht als erster kalt machen. Oh je, der geht noch auf die andere Seite. So, da stehen überall welche am Turm. Nein, da steht keiner, nur da. Okay. What the fuck, was ist passiert? Ja, das ist, weil ich die alten Assassin's Creed Teile gewohnt bin. Da kannst du ihn einfach runterzahnen und dann fliegt er runter und stirbt. In dem Fall bin aber ich runtergeflogen und gestorben. Aber jetzt weiß ich's wenigstens, dass ich da nicht gesehen werden darf. Jetzt kann ich mal ganz sicher sein, dass dort blöd ist, wenn mir wer sieht. Also zu 1000%. Ne? Game Capture hält durch noch. Ich hoffe, es bleibt bis zum Schluss so. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon machen. Aber sicher noch nicht lang. So, womit wir wieder da sind, wo wir hingehören, nämlich neuer Inhalt. Okay. Du musst dich verdeckt halten. Ist der Anführer jetzt wieder da? Von den Toten zurückgekehrt? Nein. Ja. Was soll's? Ich brauche nur ein Band. 6 Banditenlager brauche ich. Dann passt's. So, ich gehe jetzt einmal da runter und schau, was da noch so los ist. Aha. Achso, da steht noch einer. Ja, den kann ich aber nicht vor alle umbringen, oder? Jetzt ist er abgeschlossen. Obwohl, das war sicher nicht der Anführer, Mann. Ich sag nur, ich meine ja nur, ne? Die Athener lassen wir liegen.
zur Mahnung für andere Athener. Nehmen uns, was sie haben und gehen weiter. Oh, einen schönen goldenen Brustpanzer. Grüß euch, Servus, hallo, hallo. Ah, gut. Was? Wer spricht zu mir? Was ist da? Da ist ja gar niemand. Der führt Selbstgespräche. Ich glaube kaum, dass in einer Stadt Banditenlager zu finden sein werden. Ne? Deswegen schauen wir, was nach der Stadt kommt. Ne? Na, nix so, wisst ihr, Leuten niederrennen oder was? Da, Waldhügel, das schaut man doch nach Banditen aus, oder? Reiten wir mal hinauf. Irina Militärlager, okay. Das da, oder was? Und auf geht's! Ich lasse mich lieber nicht sehen. Okay. Da steht einer. Ach Gott. Dass uns da niemand gehört hat, lässt mich daran zweifeln, dass da noch mehr Leute sind. Ich muss aber Kriegsvorräte auch verbrennen, einen Gefangenen befreien und den Befehlshaber muss ich auch umbringen. Okay. Da sind die Kriegsdinger. Wo ist der Befehlshaber? Befehlshaber! Da geht wer? Wer war das? Wer war das? Verdammt. Was ist da? Wo ist der Anführer? Nicht da.
Den legen wir lieber aus dem Weg, das ist zu auffällig. Oh, schon hat mich wer gesehen. Oh, falsche Taste. Halt die Fresse. Na, den können wir da liegen lassen, das ist schön. Den lassen wir auch da liegen, passt. Dass ich den vorhin gar nicht gesehen habe. Wo ist denn da? Passt. Das ist eins von die Lager, ganz sicher. Den Anführer haben wir noch nicht, den müssen wir noch mehr machen. Oh, servus. Haha, der Anführer war nur ein scheiß Bogenschütze. Was ist mit dir? Passt. Warte, Gefangener, du bist ein super, ah, du bist nur ein einfacher Soldat. Na dann lauf. Lauf heim zu deiner Familie. Sie vermisst dich sicher schon. So, war das jetzt denn? Nein, das war auch kein richtiges Banditenlager. Also ich schwöre, langsam verzweifle ich da. Fussi verstaucht, macht nix. Fussi noch einmal verstaucht, halb so wild. Reiten wir weg. Reiten wir weiter, aus irgendeinem Grund. Schauen wir mal, vielleicht ist ja das Rufzeichen im Banditenlager. Dann hätte er aber schön plätschern. Ja. Los. Odessa. Nein, das ist eine neue Mission. Oh, Banditenlager. Wieso finde ich da keine Banditenlager? Darauf in Wald schauen wir jetzt wieder. Weil, ah, ja, was? Das könnte dann sein. Schauen wir gar auch wieder Weg führt. Ja, einfach im Weg rauf da auf der Seite. Passt, so machen wir das. Und los. Sonnenaufgang. Wir sind die ganze Nacht schon auf der Suche nach einem Banditenlager, verdammt. 4 habe ich gefunden gehabt, aber das hat sie eben nicht mitgekriegt, ne? Das da oben könnte dann sein. Region Attika. Das Land der Demokratie und der... Ella. Boom. Und... der Räuber und Gauner und Banditen. Hoffe ich halt. Wow, Pferdi, pass auf, mach keinen Scheiß, ey. Ich brauch dich. Oh. Oh. Wow, die sind stark. Bam. Wir sehen uns gleich.
waren echt starke Wölfe. Fuck. Die haben mich ja voll Meier gemacht. Phobos, ich bin wieder da, von den Toten zurückgekehrt. Was ist mit dir, Alter? Was ist? Was ist? Blöder Sack. Komm. Komm. Sackgesicht. Mach Platz da, sagt er zu mir an. So, wer macht jetzt Platz da? Du machst Platz, indem du da runtergehauen wirst. Zack. Blöder Socken. Phobos, wo gehst du hin? Bleib da. Phobos, was ist los? Wo rennst du hin? Jetzt laufe ich schon wieder runter. Die Banditenlager müssen da oben irgendwo sein. Was ist das? Eine Athener Festung oder was? Achso, das habe ich vorhin gerade gemacht, okay. Ja, aber das war auch kein Banditenlager, ne? Komm schon. Das heißt, wir schauen wieder nach oben. So, wir sind Ella. Wieder oben. Ella. Darauf wollte ich eigentlich, gell? Aber da sind mich die Wölfe eben angegangen. Das heißt, wir müssen vorsichtig Ella. Sein. Und legen uns am besten mit keinem Wolf da an. Da geht einer, der hat uns aber nicht gesehen. Gott sei Dank. Gehen wir weiter. Ja, da geht noch einer. Nein, nein. Nein, nein. Nix, nix mit Wölfe. Das Land des ewigen Krieges. Wollte ich das jetzt entdecken? Ich kann mir es nicht vorstellen. Verlassener Wachtum. Ja, ist auch kein Banditenlager, aber tun wir synchronisieren. Also ich bin ganz sicher voll falsch oder so. So, Schnellreise für Icarus Wahrnehmung erweitert. Na super, das ist wenigstens einmal was Praktisches. Aber das hilft mir nicht weiter. Weil eigentlich will ich ja ein Banditenlager Meier machen. Verdammt, 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 verdammt. Ich hab, wie weit wir schon im Landesinnere sind, da wollte ich ja gar nicht hin. Da muss ja irgendwo das Banditenlager sein, das ich brauche, ne? Der hat gesagt, da am Hügel rauf. Was ist das? Senke die Startstärke, ja, das könnte man eigentlich auch machen, ne? Da ist ein Banditenlager. Nein, das ist auch keins. Unentdeckter Ort. Schauen wir mal dahin. Darunter. Vielleicht ist das ein Banditenlager. Wo ist denn das? Kann ich da? Ja, da. So, wo ist...
von der wieder rüber auf die andere Seite, wo wir hinkönnen. Das wieder ewige Reiterei, das sag ich euch. Dann markieren wir es uns jetzt. Dort ist. Entschuldigung, Pferde, aber die Wölfe können da nicht runter. Ella. Okay. Nicht schlecht. Komm schon. Ja, da gibt's noch mehr. Und los. Ella. Aha. Auf geht's. Ella. Ups, betreibe ich da gerade Grabplünderei? Oh je. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Tja, das war's auch nicht, was ich finden wollte. Antike Stele finden. No. Da hat's durchgezogen. Wow. Cooler Tempel. Gut versteckt, würde ich sagen. Gibt es da auch Flammen, Fackeln zum Anzünden oder so? Anscheinend nicht. Oh oh. Wow. Oh, da muss ich aufpassen, das sind Fallen. What the fuck? Schlangen, Fallen, Org. Da ist auch eine Falle, Stacheln.
Wer bist du, Alter? Oh. Feinstes Leder. Da findet man schon ein bisschen Geld in so einem Tempel. So, da ist eine Falltür und eine Schlange. Ah, das ist gar keine Falltür. Okay, ich glaube immer die Steine da sind Druckplatten oder sowas. Passt. Da geht's noch weiter runter. Wow, ist der groß. Ich will ja nichts liegen lassen, ne? Money, money, money. Geheimnisvoller Tempel. Boah, ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen soll. Ach so, das ist nur so, okay. Wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich mit der Fackel, aber ich drücke immer Viereck, warum auch immer. Ah ja. Oh weh. Kolossstreitkolben und Drachmen. Aber ich glaube, das ist noch immer nicht das, was wir brauchen. Ja, antike Stele muss ich finden. Aha, habe ich die vielleicht übersehen irgendwo? Ah, das ist ja hier. Da ist gerade Bewegen gestanden. Ist was im Weg. Ah ja. Nicht schlecht. Wo? Ah da. Warte, das Zielen ist echt schwer bei dem. Bewegen. Wo muss ich denn hin bewegen? Schauen wir mal, wo ich darauf kehren könnte, ne? Oder vielleicht muss ich gar nicht darauf.
Ach so, das ist das, was ich auf Zeiten geschoben habe, oder was? Okay. Der Weg ist versperrt. Ja, das schaut mal aus, als würde es da weitergehen. Ah, oh, je. Das sind alles Druckplatten, wie komme ich da? Ja. Jetzt macht er das, was ich vorher machen wollte. Aber wurscht, ne? Ist ja wurscht. Das kann man doch... Ah ja. Passt. Ein bisschen Licht. Forschungsarbeit. Aber die machen wir gar nichts, huh? Na endlich hat er mal gescheit zielt. Das sind die Superwölfe. Sind die stark? Hat irgendwer gesehen, was für ein Level die sind? Oh, wir sehen uns gleich. Unserem Aussichtspunkt. Und wir rennen das jetzt nicht alles wieder zurück. Jetzt wissen wir ja, was uns dort erwartet. Nämlich super starke Wölfe. Da muss ich mir erst was einfallen lassen. Die habe ich da auch. Ich glaube, ich bin noch zu schwach. Noch nicht gut aufgelevelt. Aber Banditenlager finde ich ja trotzdem keine, ne? Dort hast du wieder nur eine Festung oder Stadt oder sowas. Na los, na los! Ja! Reite ich eh richtig, ich will nicht schon wieder irgendwo sein. Na, voll nicht. Ich reite immer prinzipiell falsch. Und bei Autospielen fahre ich immer prinzipiell. Bei GTA, aber wie ich gespielt habe damals, ist mir das genauso gegangen. Bin ich immer in die falsche Richtung gefahren. Ich meine, irgendwann kennt man die Strecke eh, aber... So, da ist dieser Athen-Tempel, genau. Super geile Musik im Hintergrund. Attika. Unter der Herrschaft der Athener. Da. Die hätten es gern bequemer, die Athener.
Kuh. Nein, ich schwöre, ich finde keine Banditenlager mehr. Frag mich, was da los ist. Altar der Liebe. Der Liebe. Liebe, 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 Liebe. Nur, dass mir der Altar der Liebe nichts nutzt, mein lieber Freund. Ich brauche Banditenlager. Könnte es so schwer sein? Also, glaub nicht. Servus, willst du Wettrennen machen? Okay, ich habe gewonnen. Spartane des Odomantenlager. Das ist auch kein Banditenlager. Jetzt sind wir in Athen. Okay, ist das schön? Nein, Athen ist auch nicht schön. Scheiße. Okay, also rechts und dann wieder die Straßen entlang. Ne? Wir gehören nämlich eigentlich... Wisst ihr was? Ich tue mir das jetzt nicht an. Ich gehe auf Schnellreise, weil den Turm habe ich eh schon freigeschalten. So. Bis gleich. Dauern wird. Das hat jetzt ewig gedauert, ich sag's euch. So, wir sind da. Machen wir gleich in Kaiser Meier. Scheiß auf das. Nein. Können wir nicht. Wir sind nicht stark genug. Wir können nicht einmal gegen Wölfe bestehen. Und verlieren dauernd Energie. Ich muss mich erst mit dem Up-Level-System da irgendwie vertraut machen. So, wo ist denn jetzt, da ist dieser Tempel, genau, da oben ist diese eine Festung, die ich gemacht habe, ne? Wo ist denn das jetzt, Karte? Genau, ganz genau, und da, schätze ich einmal, irgendwo in die Wälder, aber da war ich schon fast überall, da geht's dann wieder... Darauf muss ich. Da gehen wir jetzt hin. Da ganz auf die Spitze drauf. So. Ich drück immer zu spät. Langsame Reaktion, hä? Schon wieder. Jawohl, den habe ich erwischt. Was macht das Pferd? So. Und da wird es ja wohl irgendwo im Wald irgendwelche Banditenlager geben, oder? Yeah!
Das ist ja unmöglich, dass... Meinen die ganze Insel? Kann das sein, dass die ganze Insel meinen? Und ich suche da wie deppert in einem kleinen Wäldchen herum. Aber... Aber der hat gesagt... Dass das... Schon wieder. Dass das den Hügel rauf ist. Eben den Kampf, den ihr nicht... Da habe ich eben... Diesen Anführer da, diesen Spartanischen, und der hat gesagt, die sind den Hügel rauf. Und ich bin jetzt schon sämtliche Hügel rauf da in der Nähe. Aber nirgends habe ich. Oh ja, eben die vier. Boros, Beschützer der Triaden, geschwächt. Wo? Komm schon. Den schnapp ich mal. Ein bisschen Free Climbing zum Aufwärmen. Da ist ja gar keiner. Spartanische Herrschaft gefestigt, okay. Aber das wollte ich nicht. Wo ist dieser geschwächte Spartaner? Ah, der ist da, Ella. Servus. Ella. Ein scheiß Bogenschütze, ich hätte es wissen müssen. Wieder Socken. Oh nein, eine Leiche. Habt ihr das gesehen? Was ist passiert? Wow, geiler Helm. Also ich muss sagen, die Athener haben coole Helme. Und jetzt bin ich wieder bei einer Stadt, wo ich natürlich kein Banditenlager finden werde. Und los. Belagerte Banditen. Ella. Verfolge ich das Ziel überhaupt? Ja, oh ja. Aber es wird mir nicht angezeigt. Auch wo Recht und Ordnung herrschen, sind Gesetzlose und Banditen oft nicht weit. Für einen langfristigen Frieden müsst alle beseitigt werden, die zivilisierten Welt den Rücken gekehrt haben. Ja, haha. Und wie, wenn ich keine find? Ein Kopfgeldjäger. Wo ist er denn? Servus, Havara. Der verliert keine Energie mehr. Ah, fuck. Scheiße. Scheiße. Bis gleich. So viel dazu. Der war eindeutig auf Level 10. Der hat mal... Habt ihr das mitgekriegt? Ich hab den geschnalzen. Ich muss mir das im Video nachher noch einmal anschauen. Ich glaube, ich habe den getroffen und der hat fast gar keine Energie verloren. Aber wirklich nur geringfügig. Ganz, ganz wenig. Aber wie ich den gesalzen habe, ich habe mich echt gut gehalten. Aber ich habe schon wieder vergessen, meinen Stierangriff und meinen spartanischen Tritt zum Nutzen. Damit hätte ich ihn nämlich aus der Fassung bringen können. Aber nein.
Ob ich nicht. Das war doch eher weiche Landung, meine Güte. Also irgendwas mache ich falsch. Glaube ich. Weil ich gehe echt oft drauf, ne? Schau, was war das? Da ist mir gerade was angezeigt worden. Habt ihr das auch gesehen? Phobos, bist du das? Nein, ist nicht der Phobos. Da ist der Phobos. Auf geht's. Ich weiß nicht, wo ich noch nach Banditen Ausschau halten soll. Also Banditenlager halt hauptsächlich brauche ich, ne? Ja, wir reiten jetzt einmal die Straße da entlang. Schauen wir, was wir finden. Oder überhaupt den Hügel darauf, hm? Na, dann reiten wir die Straße entlang. Vielleicht begegnen wir ja welche. Was ist das da oben? Hm. Schauen wir mal nach, was da oben ist. Achso, da war ich schon. Okay, 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 okay. Na los, na los! Und auf geht's! Geht's da irgendwo hin? Muss interessant sein, oder ist das einfach nur der Weg? Ja, okay, habe ich mir fast gedacht, das ist nur der Weg darauf. Das ist zwar kein Banditenlager, das ist ein Wolfslager. Schauen wir mal, was wir reißen da drin. Weil wir sind ja extrem schwach. Haben wir ja vorhin gesehen. Vielleicht liegt es auch an meinem Inventar, ich weiß es nicht. Ja, Level 10 kann ich aber noch nicht nehmen, mein lieber Freund. Sind wir da? Oh, Level 9. Na passt. Pferd hat noch nichts Neues. Da haben wir wieder einen neuen Bogen, aber wir haben eh einen Level 9 Bogen. Okay, passt, nehme ich. Zerlegen wir den. Zerlegen wir den. Passt. So, was haben wir da? Eine Wachstafel. Und was haben wir da? Ah ja, okay. Passt. Wolfies. Ob das als Banditenlager gezählt wird? Oh. Die haben kein Level. What the fuck, was sind das für Viecher? Tödliche Viecher, wie es ausschaut, huh? Nein, die umgehen wir lieber wieder. Wow! Warum wird bei denen kein Level angezeigt? What the fuck? Okay, das war mal kein Banditenlager.
Das waren nur extrem tödliche Wölfe. Hier sollte ich besser keinen Streit vom Zaun brechen. Na los. Schließe alle. Nein, das ist kein Banditenlager, verdammt, das ist ein Sparta-Lager. Ah. Das schaut ja vielversprechend aus. Militärlager. Ah ja, spartanische Flaggen. Tja, womit wir wieder in einer Stadt wären. Welches Level sind die alle? Weil ich mir da vorhin so schwer dran hab. Da haben wir Lichas, der Rotbärtige, wo ist der? Den können wir doch glatt Meier machen. Rang 8 gesperrt. Aha. Geh mal in den Wald. Im Wald gibt's doch sicher irgendwo Banditen. Ja, das könnte eins sein. Auf geht's! Jawohl, ein Banditenlager. Na endlich! Nicht länger als nötig hier sein. Nicht länger als nötig, okay. Setzen, ihr Banditen. Da stehen zwei. Da stehen zwei. Da hängen welche. Auf dem Turm ist einer. Ja, ja, ich hab's eh vor so. Wo sind denn die jetzt? Stehen die woanders? Ah, da steht auch noch einer. Alter, wieso werden mir da nur noch Totenköpfe angezeigt? Schau, wie wenig Energie der verliert. Was passiert da? Wieso kann ich die nicht mehr töten alle? Aber vielleicht kann ich den vom Turm oben aus Meier machen. Oder aus dem Gebüsch heraus. Eventuell. Was ist da, ein Bär oder was? Nein, das sind die Elche, die da herumlaufen.
Nein! Scheiße. Bleiben da jetzt für immer stehen. Vier Stück. Und der Banditen auf. Ich kann niemanden mehr töten, verdammt. Irgendwas passt da nicht. Die zeigen mir keine Level mehr an, sondern nur noch Totenköpfe. Und ich nehme fast keine Energie mehr ab. Ist mein Schwert vielleicht kaputt oder so? Das ist mir jetzt bei jedem Gegner inzwischen passiert, dass die alle nur noch Totenköpfe über den Kopf haben und ich aber keine Energie abnehmen mehr. Ja, ich habe ein Level 7 Schwert, sehe ich schon ein, ja. Ja, ich muss eine andere Waffe wählen, verdammt. Das geht mir ziemlich am Sack. Stärkste, was ich habe. Scheiße. Verdammte Scheiße. Wieso sind die da so stark? Aber nur noch solche starken. Finde ich ein Banditenlager und habe keine Chance gegen die Banditen. Da passt ja irgendwas nicht. Die Stadt der Krüge, Huren und nicht viele mehr. Da, ich habe die heilige Höhle entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wo die liegen soll. Wo bin ich? Ich schwöre, das ist ja echt schrecklich. Schaut, wo ich bin. Was mache ich dort? Da irgendwo war das Banditenlager. Ja, wir beenden die Folge. Ich verlaufe mich die ganze Zeit nur. Ich weiß nicht, die Banditenlager werden mir nicht anzeigt, ganz offensichtlich.
Mein Pferd kann nicht mehr schnell laufen. Irgendwas hat's da mit dem Spiel heute, was? Vorhin das mit Game Capture. Habt ihr eine gute Stunde schon verpasst? Oh ja, weh. Ich hab keine Ahnung, YouTube. Dauernd verlaufe ich mich. Wirklich. Ist ja fast schon traurig. Jetzt renne ich aber in die richtige Richtung. Alles wieder zurück. Und da habe ich aber den ganzen Wald schon durchsucht. Da unten könnte noch ein Banditenlager sein. Da reite ich jetzt hin. Das machen wir dann noch, wenn es eins ist. Das sind genug Banditenlager, aber die sind alle viel stärker als ich. Nicht zu glauben, oder? Das ist ein Banditenlager da. Ich höre schon wieder so ein Viech, das ich nicht töten kann, weil es einen roten... Was ist da heute? Das muss ich mal anschauen, was das bedeutet. Weil töten kann ich die nicht aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich zu schwach hinhaue oder so. Ich habe mich jetzt schon mit solchen Wölfen in dem Video, was ihr nicht gesehen habt, weil der Game Capture ja abbrochen hat. Er hat es für nötig empfunden. Ja. Da habe ich schon gegen diese Wölfe gekämpft und dann nehme ich mindestens genauso wenig Energie ab wie bei den anderen, wo ihr es vorher gerade gesehen habt. Also irgendwas passt nicht, weil ich eben in der falschen Umgebung bin wahrscheinlich, ne? Und jetzt reiten wir durch den Wald. Es ist nämlich nicht kalt. Und schauen, ob da hinten ein Banditenlager ist. Ja, da könnte man Glück haben. Nein, das ist nur Fischerdorf oder sowas. Ach Gott, das ärgert mich wieder. Uferlager Banditen, Bahort. Super. Das Gebiet wird gut bewacht. Stimmt ja gar nicht. Da geht auch noch herum. Okay, sonst zwei. Na, endlich kann ich wieder mal wem eliminieren, hä? Wo ist er denn?
So, was muss ich noch machen? Einen Schatz plündern. Passt, fünftes Banditenlager, Gott sei Dank. Ein Uferlager, wo geht der Phobos? Der Phobos geht ein bisschen schwimmen. Gott sei Dank, wir haben noch ein Banditenlager gefunden. Na, schauen wir da gleich weiter, vielleicht finden wir ja noch eins. Ich brauche ein Level 9 Schwert. Oder warte mal, vielleicht haben wir ein Level 9 Schwert, ja. Nein, haben wir nicht. Nehmen wir das. So, vielleicht findet man noch eins auf die Schnelle. Das wäre nämlich recht gut. Was ist da im Inventar schon wieder neu? Ein Brustpanzer. Ja, der hält mir aus. Wow, der schaut sogar cool aus. Den lassen wir. Vielleicht sind die ja gern hauptsächlich am Strand, die Banditen. Aber das mit dem Totenschädel geht man immer aus der Birne. Das ist echt heftig. Gehst hin und bist sofort hin. Ah, da oben. Ah, boom, das sei ja was. Das ist zwar kein Banditenlager, aber das probieren wir jetzt. Das müssen wir machen. Athenfestung. Was, die Festung Karanea habe ich ja schon gemacht? Wieso wird mir das alles noch einmal angezeigt? Ich sage ja, ich sag's euch, da hat's irgendwas. Die habe ich schon gemacht. Da ist noch ein Lager. Vielleicht habe ich das ja noch nicht gemacht. Oh ja, anscheinend schon. Da hat man eine Mission, die will ich jetzt aber nicht machen. Was, wem greifst du an? Ja, nein. Lassen wir das Gesuche für heute. Ich werde mich da näher informieren bis Freitag. Dahingehend. Was die Totenköpfe zum Bedeuten haben, wie ich denen aus dem Weg gehen kann, beziehungsweise wie ich die Meier machen kann. Und schau mal, ob ich da irgendwo in der Nähe noch Banditenlager sehe. Schön, dass der Game Capture mitgehalten hat jetzt noch.
Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe bin ein bisschen enttäuscht, weil ich die geschissenen Banditenlager nicht finde, aber wir werden das schon machen. Ja. Mit Ausblick auf unser Schiff sage ich alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.